Radiologiefachperson ist ein sehr vielseitiger Beruf. Man erlebt jeden Tag etwas Neues. Im Groben ist der Beruf in drei Fachbereiche aufgeteilt. Es gibt die diagnostische Radiologie, es gibt die Nuklearmedizin und es gibt auch die Radioonkologie. Nebst dem Anfertigen von klassischen Röntgenbildern gehört zum Beruf Radiologiefachperson auch aufwendigere Techniken. Schnittbildverfahren im CT oder im MRI oder auch Therapien in der interventionellen Radiologie. Dort sind wir selber nicht am Bilder machen, sondern vor allem dabei bei den Ärzten, wenn sie Schlaganfall behandeln oder Blutungen stoppen. Ein anderer Fachbereich von unserem Beruf ist die Nuklearmedizin. Dort, ein bisschen spezieller, sind wir dafür verantwortlich, radioaktive Substanzen im Labor zuzubereiten und auch den Patienten zu applizieren. Dazu gehören auch verschiedene Therapien, die wir mit radioaktiven Substanzen machen. Der dritte Fachbereich ist die Radioonkologie. Dort sind wir über mehrere Wochen mit Krebspatienten unterwegs. Wir planen nicht nur die Bestrahlung, sondern sind auch bei der Durchführung der Strahlung eigentlich immer an ihrer Seite. Als Radiologiefachmann HF am Luzerner Kantonsspital gefällt mir vor allem, dass wir ein extrem breites Spektrum haben an Untersuchungen, die wir auch alle durchführen können. Wir sind so nicht nur wichtig im Anfertigen der Bilder, sondern auch eine extrem wichtige Schnittstelle zwischen den verschiedenen Abteilungen. Durch die Vielseitigkeit in unserem Beruf ist kein Tag wie der andere. Wir haben jeden Tag neue spannende Fälle, man hat nie ausgeleert. Man geht zu Kindern, man geht zu älteren Leuten, man sieht Unfälle, man sieht Krankheiten. Das macht den Beruf umso spannender und eine Freude, jeden Tag hierher zu kommen, zum Arbeiten.